Gut, super. Sehr schön. Güte, gestern, das sah sportlich aus und das war so ein richtiges bisschen Bekabbeln, auch auf der Bahn damit mit Friesisch X und so, das war nicht nur Spaß. Das stimmt, wir hatten aber gar nicht mal so aufregendes Wetter, das waren eher leichte Winde gestern, ja, aber trotzdem war viel los auf der Bahn, auf jeden Fall. Wenig Wind ist auch anstrengend. Ja, das stimmt, da muss man sehr konzentriert bleiben und genau, muss versuchen, die Geschwindigkeit vor allem im Boot zu halten. So, jetzt insgesamt, wenn du das Rennen gestern mal beschreibst, wie lief es für euch? Ja, auf dem Wasser hatten wir tatsächlich gar nicht mal so den Überblick, würde ich sagen. Dadurch, dass einige Schiffe, die größer und schneller waren als wir, direkt ziemlich abgezogen sind, hatten wir da lange Zeit gar nicht so richtig im Blick, wo wir da in der Platzierung liegen. Am Ende ja, sind wir so etwa, glaube ich, das 6. Schiff aus unserer Gruppe gewesen. Genau. Zufrieden? Einigermaßen zufrieden. An den Tagen vorher lief es ein bisschen besser für uns. Da hatten wir eher so einen 3. in der Platzierung am Ende. Ihr seid jetzt schon voll in Vorbereitung für Rundskagen. Wie ist der Puls? Ich glaube, uns geht es allen mit dem Wetterbriefing, das wir bisher so haben, mit der Ansage noch ganz gut. Puls steigt natürlich immer so ein bisschen vor so einer langen Reise, aber ich denke, wir sind gut vorbereitet. Wir kümmern uns jetzt noch um die letzten Details und genau, heute Nachmittag geht es dann los. 16:30 ist Start. Nordseewoche, wie hat es sich angefühlt dieses Jahr? Ja, wir hatten, glaube ich, gutes Wetter hier, viel Sonne, trotzdem über weite Strecken ausreichend Wind. Und so soll es ja jetzt auch rund Skagen weitergehen. Da sollen wir sehr stabile Winde aus Osten haben, die meiste Zeit. Und dann vor Kiel könnte es noch mal ein bisschen eng werden mit dem Wind, da soll der sehr abnehmen. Mal schauen. Jetzt so dieses Konzept der Segelkameradschaft, das Wappen von Bremen. So eine Benotung dafür und was beinhaltet das eigentlich? Das Konzept ist, glaube ich, ziemlich gut für Jugendliche. Wir haben hier ja ein neues Ausbildungskonzept im Zuge dieser Neuanschaffung des Schiffs. Ja, wir bekommen hier viele Freiräume vom Verein, verwalten das Schiff selbst, auch im Winterlager und ja, sind sehr zufrieden damit, wie das läuft im Verein. Eine Sunfast 3600, da müsste man irgendwie wahrscheinlich 20 Jahre für sparen. Das ist dann also schon auch ein Geschenk gerade zu so einem Schiff, oder? Ja, unheimlich. Also wir sind sehr froh und dankbar unserem Verein, dass wir dieses Schiff bekommen haben und damit absolut auch konkurrenzfähig an internationalen Regatten jetzt teilnehmen können. Wie lebt man mit so vielen Kerlen auf engstem Raum, ohne durchzudrehen? Mir macht das tatsächlich nichts aus. Ich glaube, im Segeln ist man das sehr gewöhnt als Frau an Bord. Oh, und dann die auch noch kommandieren? Hören die? Die waren ganz gut, ja, das funktioniert. So die Abläufe, habt ihr wirklich für jeden eine Koje oder ist das wie ganz früher, wo man dann sozusagen in ein warmes Bett stieg? Naja, wir fahren erstmal los, alle an Deck. Wir werden die ersten 2-3 Stunden alle hier oben sein, alle segeln und dann werden wir in ein Wachsystem einsteigen. Das heißt, dann werden immer 2 Leute an Deck sein und dann werden wir rotieren. Das heißt, alle 1,5 Stunden kommt eine Person dann neu an Deck und eine geht dann unter Deck, kann sich ausruhen, kann schlafen, kann essen und so weiter. Wie viele Leute seid ihr jetzt? Also wie muss man sich das insgesamt dann vorstellen? 6 oder? Genau, wir sind hier an Bord voll besetzt, 6 Personen und genau, aber dann eben nicht alle aktiv am Segeln die ganze Zeit über, sondern wir tauschen uns dadurch. Kartoffeln schälen oder nur Suppenfutter? Wir haben tatsächlich Dry-Food an Bord. Gekocht wird hier nicht. Da ist die Erfahrung auf einer Flamme. Dauert es lange, bis man 6 Personen davon dann satt bekommt. Das ist Astronautennahrung. Das ist Astronautennahrung, ja. Das ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wenn man hungrig ist, dann schmeckt das gut. Wir haben heute Italiener, oder? Ja, das wird jetzt allgemein.
Ich habe eins nicht verstanden. Bei der Löwe, die waren zu schwer vom Kuhgewicht. Aber ist das dann nicht. Was ist das für ein Problem? Dann ist doch der ein Problem. Warum ging das nicht? Ja, so könnte man das sehen. Ne? Leute sind zu schwer und deswegen haben sie ein Problem. Sie haben kein Problem mit dem Segeln, sondern sie haben ein Problem mit der Verrechnung. Wir haben ja nicht alle gleiche Boote und deswegen hat jedes Boot einen sogenannten Messbrief. Und im Messbrief steht drin, wie zu erwarten ist, bei welchen Bedingungen das Boot wie schnell segelt. Und da geht natürlich das Crewgewicht mit ein. Wenn ich weniger Crew angebe, als ich wirklich habe, und ich habe zum Beispiel viel Wind, dann habe ich zu wenig Gewicht auf der Kante und werde langsamer sein. Aber wenn leichter Wind ist und ich bin zu schwer, es ist schwierig. Im Messbrief jedenfalls steht das maximale Crewgewicht drin und das darf nicht überschritten werden. Das ist aber überschritten worden, da haben sie offenbar nicht aufgepasst. Das hätte man eine Woche vorher noch leicht ändern können. Gut, es ist nicht geändert worden. Jetzt müssen sie ohne die EDM und Skagen fahren